Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.toronto.de und www.hufe.de. Ja, der Winterburst ist richtig sein Unwesen antreiben sozusagen nach dem Auftakt in Halmstad, wo es ja bereits einen Jackpot von über 1,5 Millionen Euro gegeben hat. Und nachdem in Umeå und in Sovalla die Divisionsfinals ja und die STL-Vorläufe stattgefunden haben, gestern waren wir in Momaken, vorgestern waren wir in Momaken, gestern waren wir in Skive, geht es jetzt heute am 29.12. wieder zurück nach Schweden, denn wir fahren nach Örebro. Nach Örebro auf die dortige Rennbahn. Örebro, eine Stadt genau in der Mitte zwischen Göteborg und Stockholm gelegen, wenn man so möchte. Und in Örebro, da ist so einiges los. Örebro ist die Stadt, wo immer schlechtes Wetter ist, sage ich. Also immer wenn ich da bin, gibt es in Örebro fast schlechtes Wetter. Ich war, glaube ich, zweimal bislang da, wo die Sonne geschienen hat von meinen 20, 25 Besuchen. Und Örebro ist so eine ganz spezielle Bahn, da sie eben auch eine andere Linienführung hat. Und wir haben dort eben auch richtige Meilenrennen. 1609 Meter werden da abgehalten und auch 2609 Meter Rennen. Das heißt, in Örebro ist einiges ein bisschen anders als auf anderen schwedischen Bahnen. Das tut der Stimmung aber dort keinen Abbruch. In Örebro ist immer richtig was los. Und wir haben jetzt nochmal am kommenden Mittwoch, den 29.12., dort eine V75. Das heißt, Winterburst wieder zurück in Schweden, V75 anstatt einer V86 am Mittwoch, also eine V75. Deswegen erwarte ich relativ viel Umsatz. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ich denke, dass der Umsatz durchaus hoch sein wird, weil die V86 ja am Mittwoch auch durchaus 30 bis 35 Millionen Kronen Umsatz erreichen kann. Und deswegen kann es sich durchaus lohnen, hier dabei zu sein, mitzuspielen. Natürlich auf www.trotto.de und www.hufer.de. Wir wollen ganz schnell durchs Programm einmal uns durchklicken und einmal schauen, was so alles in Örebro geboten wird. Wir haben ein Programm mit Start um 18 Uhr. Um 18 Uhr ist das erste Rennen in Örebro. Und dann geht es los mit der V75, natürlich um 19.30 Uhr, wie die ganzen Tage jetzt, wenn abends die V75 stattfindet. 19.30 Uhr geht es los, V75 aus Örebro. Das ist dann das fünfte Rennen des Tages. Also quasi der Ablauf ist wie an einem Samstag. Das fünfte Rennen ist das V75-Rennen, das erste. Aber wie gesagt, Start um 19.30 Uhr. Und diesem ersten V75-Rennen, wir haben übrigens alles divisionsfreie Läufe sozusagen, also es sind keine Divisionsläufe, also wir haben wirklich offene Rennen. Das macht die Sache natürlich besonders interessant. In diesem ersten Rennen, dem fünften Rennen, habe ich richtig Mumm auf die Programmnummer 9 Alone mit Örjan Schiedström. Alone aus der Mannheimer Studerie, aus der Trafkompanie als Besitzer. Zuletzt war der Wurm drin. Es gab in Sundsvall am 4.12. Mats Duse eine Disform oder eine Streichform. Davor nur einen vierten Platz mit Anders Eriksson in Zurwalla bei den Divisionsfinalläufen. So richtig läuft es nicht bei Alone, das muss man ganz deutlich sagen. Aber so leicht wie in diesem Rennen trifft das lange nicht an. Und vor allen Dingen Örjan Schiedström sitzt wieder im Sulky. Und das ist doch ein Indiz dafür, dass man hier mit Alone doch mal mit Sicherheit was probieren möchte. Deswegen für mich die Programmnummer 9 in diesem ersten Rennen, das zu schlagende Pferd. Lust habe ich auch auf die Nummer 10, Randemar RD mit Carl-Johan Jeppsson. Denn auch ganz wichtig, Carl-Johan Jeppsson und Rickard Skoglund streiten noch um das Bahnchampionat. Beide haben 16 Sieger. Jorma Kontio hat 15 Sieger, das heißt, alle drei sind hier am Ablauf und das entscheidet sich heute, wer hier Bahn-Champion wird in Örebro. Und ich denke, dass Rickard Skoglund und Carl-Johan Jeppsson sich hier richtige Fights liefern werden. In diesem Rennen, wie gesagt, gehe ich mit der Programmnummer 10 Carl-Johan Jeppsons Randemar RD. Hat eine Chance, sollte Alone wieder mal einen unpässlichen Tag haben, was ja bei ihm auch ab und zu mal vorkommen kann. Kann für mich die Programmnummer 10 hier durchaus gewinnen. Zuletzt war mein Orbi zwar mit Peter Ingves unplatziert, aber mit Maria Tönkquist in Orjen gab es einen Sieg mit Örjan Schiedström in Orjen am 3.10. einen vierten Platz. Also das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Und deswegen glaube ich, dass durchaus hier Randemar RD zu den chancenreichen Kandidaten gehören sollte. Flash Horary, die Programmnummer 7 mit Ulf Olsen, der übrigens auch noch Hoffnung auf das Bahnchampionat hat. Er hat 13 Siege, also er braucht natürlich jetzt ein paar Sieger. Flash Horary ist immer so ein Kandidat, das ist so ein kleines Pferd, was immer so ein bisschen den Kopf auch gesenkt hat. Der hat schon ein paar Mal überrascht. Zuletzt ist die Formkurve wieder ein bisschen abgeflacht. Vierte und fünfte Plätze aus Axelball und aus Eskilstuna. Wenn hier alles läuft, kann auch Flash Horary in diesem Rennen gewinnen. Wie gesagt, das Rennen ist nicht allzu stark besetzt. Deswegen Alone und Flash Horary können hier auf jeden Fall mit von der Partie sein. Wer noch Lust hat, nimmt die Nummer 2 Nicky Flax mit Stefan Persson aus dem Stall von Johann Untersteiner. Ich persönlich glaube nicht an Nicky Flax. Zuletzt der fünfte Platz in Zumala war alles andere als beeindruckend und davor auch in Orbi der sechste Platz. Also Nicky Flax kann ich mir hier ehrlich gesagt schwer vorstellen. V75-1, wir nehmen mit die 2, wer möchte, Nicky Flax, aber auf jeden Fall die 7 Flash Oil Read, die 9 Alone und die 10 Randemar RD. V75-2,
V75-2 über 2000 Meter Autostart. Hier geht es ja auch relativ offen zu, möchte ich mal sagen. 15 Pferde kommen in einen Ablauf. Und ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, die Programmnummer 7, Oliver P. Hill mit Rickard Skoglund. Rickard Skoglund, wie gesagt, muss punkten, wenn er das Bahnchampionat einfahren möchte. Und ja, Rickard Skoglund hier mit Oliver P. Hill aus dem Stall von Jennifer Persson, zuletzt in Bollnäs viertplatziert. Davor gab es mit Konrad Lugauer, als das Pferd noch bei Konrad Lugauer stand, mehrere Platzierungen, unter anderem in Odense oder auch in Jägersroh, dritte und vierte Plätze. Ein Sieg liegt schon ein bisschen was zurück, aber vielleicht klappt es ja heute, wie gesagt, mit Rickard Skoglund im Sulky. Interessant für mich in diesem Rennen ist die Nummer 4, Lista Sirena mit Tom Hoppestad. Lista Sirena zuletzt in Achse, weil er 2 platziert. Davor in Momaken mit Tom Hoppestad siegreich gewesen und mit Tom Hoppestad auch in Orjeng siegreich gewesen. Das heißt, die beiden scheinen sich besonders gut zu verstehen und deswegen habe ich hier durchaus Mumm auf die Programmnummer 4, Lista Sirena. Die 3 Beamer mit Emilia Leo muss natürlich auch mitgenommen werden. Und der Sieg in Bollnäs am 17.12. der war sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen glaube ich auch, dass Beamer hier die Programmnummer 3 auf jeden Fall mit auf den Schein muss, wenn es in diesem zweiten V75-Rennen geht, sich breit aufzustellen. Freunden von Außenseitern möchte ich gerne auf die Nummer 1, Halakazam, ans Herz legen. Halakazam mit Julian Cordeux. Zuletzt ins Orbi 2 platziert, davor in Axeballer 2 platziert. Der Startplatz ist nicht ideal für diesen französisch gezogenen 4-jährigen Ursi-Sohn, aber vielleicht kann hier was gehen. Also ich habe so ein bisschen Mumm auf den. Also wenn der so ein bisschen, der Fahrer ist nicht besonders erprobt, das wissen wir, aber warum kann das nicht gehen? Also die Nummer 1 würde ich hier mal als chancenreichen Außenseiter auf jeden Fall mitnehmen. Jan Schiedström fährt die Nummer 10 Ferrari Wingboons. Ich glaube persönlich nicht an ihn. Mit dem Iceman natürlich, klar, muss man ihn natürlich beachten, aber für mich gewinnen in diesem Rennen die Programm Nummer 1, die Nummer 3, die Nummer 4 oder die Nummer 7. V75-3, wieder 2000 Meter Autostart, 11 Pferde am Ablauf. Und hier müssen wir uns natürlich auf die Programm Nummer 5 Antibes mit Klaas Svensson stürzen. Antibes in Örebro und in Mantorp zweimal siegreich gewesen, das waren 2 tolle Siege. Klaas Svensson ist jetzt nicht immer der geschickteste Fahrer, sage ich mal ganz vorsichtig, aber wenn er so ein gutes Pferd hat, dann ist er meistens auch vorne mit dabei und deswegen denke ich, Antibes die Programm Nummer 5, so muss man hier mitnehmen. Er ist erst 3 Jahre alt, ein Really Express Wallach. Den muss man auf jeden Fall mit dabei haben. Die Nummer 6, Humble Man mit Rickard Skoglund. Das ist wahrscheinlich Rickard Skoglunds beste Chance des Tages aus dem Stall von Robert Berg. 3 Siege und ein 4. Platz aus den letzten 4 Starts in Örebro. Einmal siegreich und dann mit Björn Gub aber nur 4. platziert. Zuletzt mit Rickard Skoglund in Östersund am Start gewesen, dort ebenfalls gewonnen. Also dieser Humble Man ist hier für mich ein ganz klarer Siegkandidat. Sie kennen das aber auch die Nummer 3, Timber mit Mats Duser aus dem Stall von Frederik Wallin, für den es ja so richtig gut läuft. Frederik Wallin hat ja in Paris-Marseille jetzt ein paar Mal gut abgeräumt und dann mit Sayonara ja vor einigen Wochen gewonnen oder 2. Platz geholt. Also für ihn läuft es richtig gut. Mats Duser hat ihn schon ein paar Mal gefahren, diesen 3-jährigen Fuchshengst. War sogar mal siegreich am 6.1., also am Anfang des Jahres mit ihm. Danach hat er eine lange Pause gemacht, kam dann am 4.11. wieder raus. Da gab es einen zweiten Platz und jetzt mit Karl-Johan Jepson zuletzt einen 6. Platz. Timber kann durchaus gewinnen. Ob das hier klappt, da habe ich so meine Zweifel. Interessant ist auch die Nummer 8, Weather Chart mit Klaas Sjöström. 2. Platz zuletzt in Jäble, davor Siege mit Klaas Sjöström und in Ulf Eriksson und Sorvella und Romme. Startplatz ist natürlich nicht ideal, Startplatz 8 in dieser E3-Revanche, um die es ja hier geht. Der Sieger kriegt 180.000 Kronen, also das sind 18.000 Euro für den Sieger. Und deswegen glaube ich, dass Klaas Sjöström hier sich hier durchaus auf Chancen macht, mit der Nummer 8 Weather Chart vorne mit dabei zu sein. Und die 7 noch, Eddie Beer mit Stefan Persson, auch zuletzt in Aubi siegreich am 11.12. im Rahmen der V75, da war man siegreich. Davor gab es noch einen Sieg in Kalmar und in Halmstad, aber auch einen 4. Platz in Halmstad am 29.11. Kann gehen, ist jetzt nicht mein absoluter haushoher Favorit, ich gehe hier mit anderen Pferden. V75-3, wir nehmen mit die Brammer 3 Timber, die 5 Antibes, die 6 Humble Man, mein persönliches Mummpferd, die 7 Eddie Beer und die 8 Weather Chart. V75-4, 2640 Meter Bänderstart, die Pferde 1 bis 3 aus dem ersten Band, die Pferde 4 bis 11 aus dem zweiten Band und die Pferde 12 bis 15 aus dem dritten Band. Und für mich kann es hier nur einen Sieger geben und das ist die Programmnummer 4, Digital Lucky mit Örjan Schiedström. Digital Lucky, zuletzt mit Örjan Schiedström in der V75 in Romme aktiv gewesen, dort war man nur 5 platziert, das war ein bisschen enttäuschend. Davor gab es tolle Siege in Zorvalla und in Örebro mit Jonas Gilling. Ich glaube, dass Örjan Schiedström jetzt das Pferd richtig kennt, diesen 6-jährigen Super-Foto-Kosmos-Sohn.
und dass er jetzt hier mit Sicherheit ganz große Chancen hat, vorne mit dabei zu sein. Langstrecke sollte ihm liegen, da war er auch schon mal zweitplatziert in Mantorp und ich denke, dass das durchaus klappen kann. So, Katins Ferrari mit Rickard Skoglund kommt hier in den Ablauf. Zweimal jetzt in Mantorp und in Achseweiler über die Kurzstrecke interessant siegreich gewesen mit André Eklund im Sulki. Über die längere Distanz ist er aber immer sofort weg gewesen. Also so Katins Ferrari ist so ein klassischer Sprinter. Ob der jetzt über 2640 Meter klappt, ob das klappen kann, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Er ist mit Sicherheit durchaus beachtet hier. Rickard Skoglund wird alles tun, um einen Punkt fürs Fahrradchampionat zu holen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Mumm noch auf die Programm Nummer 13, Global Unspoked mit Oskar Swornberg. Global Unspoked kommt mit einem dritten Platz aus Sovalla über die gleiche Distanz wie heute einen Ablauf, hat dort riesig gelaufen als 46 zu 1 Außenseiter. Und also ich glaube, dieser andere Global Unspoked, der ist hier durchaus zu beachten. Die Programm Nummer 13 mit Oskar Swornberg. Und beachten muss man immer die Nummer 15, Tunique mit Auke Lindblom. Zuletzt in Orbi zweimal vierter und sechster Platz belegt, am 1.12. und am 11.12. Tunique kann allerdings auch die Distanz, er ist auch eher so ein Langstreckenpferd. Auke Lindblom ist in Örebro zu Hause, er wird immer sein Bestes dort in Örebro geben, deswegen kann man ihn hier durchaus auch mitnehmen. V75 4. Wir nehmen mit die 4, Digital Lucky, die 7, Silkat ins Ferrari, wobei ich da zur Vorsicht ein bisschen raten möchte, die Nummer 13, Global Unspoked und die Nummer 15, Tunique. Wir kommen zum fünften V75-Rennen und hier möchte ich meine Augen, natürlich eure Augen, auf die Nummer 9, Lady Larissa werfen. Lady Larissa aus dem Stall der Melles bei Wörbike BV aus Holland. Peter Unterscheiner ist der Trainer, Stefan Persson sitzt im Sulki. Der dritte Platz im Mantorp am 16.12., der war doch ein bisschen enttäuschend, hatte man sich doch ein bisschen mehr ausgerechnet. Davor gab es einen Sieg in Halmstadt am 6.12., aber ich glaube, dass Lady Larissa in diesem Stutenrennen hier die absolut beste Stute im Feld ist und hier auf jeden Fall mitgenommen werden muss und vorne mit dabei sein sollte. Sweet Muscles, die Programm Nummer 5 mit Markus Niklasson, scheitert häufig hier am Fahrer anstatt ihrer Fähigkeiten. Markus Niklasson hat sie jetzt dreimal gefahren. Ein Sieg, ein dritter Platz und ein Streichresultat. Wenn wir in der Reihenfolge bleiben, dürfte sie jetzt nicht gewinnen. Ich glaube, dass Sweet Muscles hier durchaus eine Chance hat, vorne mit dabei zu sein. Die Programm Nummer 5 sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen. Summer Woodland, die Programm Nummer 2 mit Anton Knutsson, zuletzt in Kalmar 5 platziert, davor 2 platziert in Kalmar, wagt sich das erste Mal aus Kalmar raus aus den letzten 5 Starts, ist jetzt in Örebro am Start. Die Formen sind jetzt nicht so überragend, dass man sagt, wow, sensationell. Diese Stute kann aber richtig laufen und deswegen sollte man hier Summer Woodland nicht außer Acht lassen und sie auf jeden Fall mitnehmen. Und für mich interessant noch die Programm Nummer 12, Wallnis Mellow mit Christian Lindberg. Christian Lindberg hat immer seine Pferde wunderbar in Schuss, er weiß, was er tut. Und deswegen die Programm Nummer 12, Wallis Lindberg mit Christian Lindberg, Wallis Mello mit Christian Lindberg, so rum, sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. V75-5, wir nehmen mit die 2 Summer Woodland, die 5 Sweet Muscles, die 9 Lady Larissa und die 12 Wallis Mello. V75-6, das ist ebenfalls nochmal ein Stutenrennen über die Distanz von 2140 Meter. Bänderstart, die Pferde 1 bis 9 aus dem ersten Band und die Pferde 10 bis 15 aus dem zweiten Band. Und hier sollte man seine Augen auf jeden Fall auf die Programm Nummer 8, Dream of Money.de mit Hans Krebers werfen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die absolute Siegkandidatin, aber die Stute war zuletzt in Achseweiler bei der V75 im Juli im Rahmen des Stoh-Championate-Renntages richtig gut drauf, hat dort gesungen. Hat dort nicht gesungen, sondern gewonnen. Und zwar gegen niemand anderes als Nymke Brigadon. Wir erinnern uns, sie war innen, Nymke Brigadon war außen. Dann nahm Hans Krebers Dream of Money raus und hat dann noch wunderbar gewonnen. Sie kommt aus einer Pause, hat sich mit einem fünften Platz am 7.12. in Achseweiler zurückgemeldet. Ich denke, dass sie jetzt durchaus noch gefördert ist. Deswegen dreamofmoney.de, die sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen. Favorisiert in diesem Rennen wird wahrscheinlich die Programm Nummer 1 Donna Summer mit Viktor Rusev sein. Zuletzt siegreich in Zuballa am 17.12. und zwar richtig beeindruckend am 17.12. Da hat Donna Summer richtig toll gewonnen mit Viktor Rusev, diese Ready Cash Tochter. Und ich denke, dass Donna Summer hier mit Sicherheit auch den Bankvorteil nutzen möchte und vorne wieder dabei sein möchte. Interessant für mich ist noch die Programm Nummer 15, Crashed Eggs mit Örjan Schielström. Crash X, zuletzt mit Mika Forst, Drittplatz hin zur Walla am 10.12., davon zweiter Platz mit Magnus Duse und eben mit Örjan Schielström, der Crash X heute auch wieder fährt, siegreich hin zur Walla am 10.11. Ich denke, dass Crash X hier auf jeden Fall beachtet werden muss. Die Stute ist richtig gut in Schuss
Olga Ballmann ist der Trainer, sie muss auf jeden Fall hier mit auf den Schein. Genauso wie Nummer 10, Ayes Juwel mit Mats Djuse. Ayes Juwel kommt aus ganz anderen Rennen, hat bereits auch in der V75 schon mehrfach ihre Visitenkarte abgegeben. Stall Frederik Wallin, haben wir gerade schon gesagt, hat seine Pferde wirklich in Schuss. Zuletzt der 5. Platz in Fayestad war wirklich unter Wert geschlagen und deswegen glaube ich, dass Ayes Juwel hier durchaus Chancen hat, ebenfalls vorne dabei zu sein. Und für mich noch interessant ist die Programmnummer 3. Das ist Blue Hills Wind mit Stefan Persson aus dem Stall von Johann Untersteiner. Zuletzt ein Streichresultat in Orbi, aber am 1.12. siegreich in Orbi und auch nochmal in Axeballa am 19.10. siegreich gewesen. Das heißt, die Stute kann laufen. Stefan Persson hat auch zurzeit Form, also warum soll das hier nicht gehen? V75-6, wir nehmen mit die 1 Donna Summer, die 3 Blue Hills Wind, die 8 Dream of Money, auf die habe ich richtig Mumm, die Programm Nummer 10, Ayes Juwel oder die 15 Crashed Eggs. Und wir kommen zum bereits letzten V75-Rennen. Das ist das V75-7-Rennen, das 11. Rennen der Tageskarte. Und hier haben wir einen Vertreter, für den wir alle die Daumen drücken, nämlich aus dem Stall von Hans-Ulrich Bornmann und Hans-Georg Plätzer, nämlich die Programmnummer 2 Eagle in the Sky. Trainer ist Sibylle Tinter, Fahrer Klaas Sjöström. Zuletzt war man in Sundsvall in Berserker disqualifiziert am 15.12., aber in Örebro davor mit Ulf Olsen siegreich am 2.12., davor mit Thomas Pettersson in Bollnäs siegreich und deswegen glaube ich, dass Eagle in the Sky, dieser vierjährige Wallach hier für mich die Chance des Tages ist. Vielleicht sogar eine kleine Bank. Klaas Sjöström und Sibylle Tinter, das ist ein super Match, das funktioniert immer hervorragend, wenn die beiden zusammenarbeiten. Deswegen Eagle in the Sky für mich ein absoluter chancenreicher Kandidat. Natürlich aber auch die Nummer 6, Billy Idol mit Jorma Kontio. Wenn also Jorma noch einen Sprung im Championat hier machen möchte, im Bahnchampionat, muss er mit Billy Idol eigentlich gewinnen. Zuletzt gab es einen 2. Platz in Järvele, davor gab es einen Sieg in Romme, einen 2. Platz in Romme, einen Sieg in Mantorp. Wenn es in der Reihenfolge weitergeht, müsste er eigentlich jetzt wieder gewinnen. Also erster, zweiter, erster, zweiter, also müsste jetzt eigentlich wieder ein Sieg folgen. Wir hoffen natürlich, dass Hans-Ulrich Bornmann am Ende jubeln kann, aber natürlich muss ja Billy Idol mitgenommen werden. Interessant natürlich auch die Nummer 10, Habrik Am mit Jan Schielström, zuletzt siegreich in Zurwalla, davor 2. Plätze in Zurwalla mit Kim Eriksson und Jan Schielström. Also auch den muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Und als auch chancenreichen Außenseiter möchte ich gerne die Programm Nummer 11, Digital Bar mit Mika Voss zur Diskussion stellen. Zuletzt siegreich in Zurwalla, davor ein 2. und 3. Platz in Mantorp und Örebro. Also dieser Digital Bar kann mit Mika Voss, der zurzeit auch ein bisschen Form hat, durchaus vorne dabei sein und überraschen. Über 1609 Meter ist natürlich der Startplatz nicht so ideal mit der Programm Nummer 11. Aber wenn sich vorne zum Beispiel Eagle in the Sky und Billy Idol die Köpfe wegfahren, kann das mit Sicherheit durchaus funktionieren. V75-7 über 1609 Meter, Autostart. Wir nehmen mit die 2 Eagle in the Sky, die 6 Billy Idol, die 10 Habrik Am und die 11 Digital Bar. Ja, ihr seht, obwohl es kein Divisionsrenntag ist, ist es wirklich ein toller Sport, den wir hier geboten kriegen aus Örebro. Und deswegen heißt es natürlich am Donnerstagabend mit dabei sein, oder am Mittwochabend, nicht Mittwoch, am Mittwochabend dabei sein, natürlich bei den Rennen aus Örebro. Keine V86, dafür eine tolle V75 Winterburst. Und denkt dran, mitmachen lohnt sich, sind noch 2 Tage bis zum großen Silvesterfinale in Axeballa. Morgen geht es nach Bjerke, nach Oslo-Bjerke und dann natürlich der große Rausschmeißer am Silvestertag, am Freitag, dann am 31.12. in Axeballa. Seid dabei, macht mit. Ihr könnt natürlich alle Rennen auf www.trotto.de nicht nur sehen, sondern natürlich auch alle Rennen dort bewetten. Alle Wetten von euch gehen in den Totalisator rein. Auch das ist immer noch wichtig, nochmal zu erwähnen. Das heißt, wenn ihr auf www.trotto.de wettet, dann unterstützt ihr auch indirekt den schwedischen Rennsport direkt, weil nämlich natürlich alle Wetten in den Totalisator reingehen. Und deswegen lohnt es sich natürlich auch auf www.trotto.de mitzumachen und die Rennen zu verfolgen, denn bei uns kann man die Rennen auch noch sehen. Das ist nämlich auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Also, mir bleibt nur übrig, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, euch geht's gut. Schreibt mir gerne hier unten mal rein, wenn ihr hier in Örebro als Sieger seht. Für mich ist Eagle in the Sky hier für mich die Bank des Tages, wie ich gerade gesagt habe. Und dann wollen wir mal schauen, was passiert. V75 aus Örebro heute am 29.12. Ich sage ganz viel Erfolg und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ich sage Lücker Till und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.